Der Axel wird bald wieder dabei sein. Der hat ja einen Trauerfall in der Familie. Und da braucht man ein bisschen Zeit. Da wird Social Media und alles drumherum sehr, sehr unwichtig. Und wenn er sich wieder danach fühlt, ich habe heute natürlich auch mit ihm wieder Kontakt gehabt. Es kann, und dann war er zwischendurch auch noch krank. Und wenn er sich morgen einigermaßen fühlt, dann ist er morgen wieder mit dabei. Und wir melden uns heute mit einem Monitorbeitrag. Ja, wie würde ein Staat aussehen, wenn Rechtsextremisten an der Macht sind? Und das haben wir schon sehr oft erwähnt hier auf dem Kanal, dass Leute das glauben, wenn besonders die AfD, aber auch viele andere Parteien, wenn die sagen würden, wenn die an der Macht sind, dann wird alles rosig. Ich selber bin sehr, sehr skeptisch bei Parteien oder Politikern, die sagen, wenn wir alles entscheiden könnten, dann würde hier Milch und Honig in Bächen fließen und gebratene Broiler, na, Broiler ist ja ein halber, ne? Oder? Broiler ist ein halber, dann würden gebratene Hähnchen durch die Luft fliegen, da wäre ich immer skeptisch. Also wenn mir Parteien zu viel versprechen oder Politiker, dann bin ich skeptisch. Ich bin da schon in der Realpolitik angekommen, ich weiß, die ganze Scheiße muss irgendwann irgendwie finanziert werden, Geld muss irgendwo herkommen. Wenn Geld an irgendjemand verteilt wird, dann kriegt irgendjemand anderes wo weniger Geld oder irgendwo werden Steuern erhöht. Und ich glaube, das Problem, was viele haben, ist, dass viele gar nicht erst in Parteiprogramme reingucken. Ja, also würde mich mal hier interessieren, wer sich hier outet, wer von den gängigsten 5, 6 Parteien oder die im Bundestag sind, die Parteiprogramme mal gelesen hat. Also bei mir ist das lange her, dass ich das AfD-Parteiprogramm hatte ich gelesen, ist aber auch schon wieder ein paar Tage her. Wer nimmt sich denn die Zeit, Parteiprogramme zu lesen? Was das wirklich bedeutet? Und ich glaube, auch hier werden wir aufgezeigt bekommen, was es bedeutet, wenn gewisse Parteien ihre Ziele umsetzen. Ich glaube, ganz krass war das hier, dass die AfD hier sich auf die Seite der Bauern und Landwirte geschlagen hat, aber die für den die absolut gegen Subventionierung sind. Also die selber gefordert haben, Subventionierung am besten komplett weg. Moin Matze, mein Freund, ich drück dir die Daumen für deine Knie-OP. Und vor 15 Jahren als Erstwähler, okay, ist lange her, aber ja. Hier, ich, aber nur weil ich Parteimitglied von Die Linke bin, okay. Ja, seit ich nicht mehr aktiv in der SPD bin, nichts mehr gelesen, als 25 Jahre her. Lange her, AfD-Kram habe ich tatsächlich gelesen. Ist Engelgeld nicht die neue Währung der AfD? Noch nicht. FDP, CDU und SPD habe ich tatsächlich überflogen vor der letzten Bundestagswahl. Okay, ich gucke in keine Parteibücher, sondern höre nur, was die Kandidaten der Parteien sagen, wie sie sich verhalten, auch gegenüber anderen Parteien, ja. Sind die russischen Bauern mittlerweile da? Nein, ich weiß es nicht, ich habe lange nicht mehr rausgeguckt. Und ich habe gedacht, wenn mein Tag sowieso schon gestartet, ich bin jetzt bald 25 Jahre selbstständig mit einer kurzen Unterbrechung mit Hotel Gitterblick 0 Sterne und ich hatte heute endlich mal wieder eine Finanzamtprüfung, Mehrwertsteuerprüfung und war aber ganz entspannt. Bis jetzt, Ergebnis kommt ja erst noch. Da habe ich gedacht, wenn Finanzamt sowieso schon da war zum Hausbesuch, dann können wir auch gleich AfD machen. Hausbesuch war aber angekündigt mit Termin, war ganz nett. Wir haben uns cool unterhalten, also war ein guter Termin. Ich hoffe nur, dass ich alles ordentlich gemacht habe. Wie gesagt, mit dem Endboss verschätze ich mir das nicht mehr. Ich versuche Steuern so ordentlich wie möglich zu machen. Und dann werden wir jetzt gleich in dieses Video reinsteigen. Props gehen raus an Monitor. Und dann pfeifen wir uns das gemeinsam rein. Und schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, Ralf, ja, was? AfD-Regierung? Ja, lang lebe Bernd Höcke. Ja, oh, Ralf, schön, dich zu sehen. Und, okay, wir, kleine Stadt an der polnischen Grenze, hatten eine AfD-Bürgermeister-Ergebnis. Diplomatische Verstimmung mit Polen über Jahre, ja. Aber es kann manchmal helfen, wie gesagt, in die Parteibücher reinzugucken, was es auch für einen selber bedeutet, was es steuerlich bedeutet, was es innenpolitisch bedeutet, außenpolitisch bedeutet, all diese Dinge.
aber das wird hier, glaube ich, ein bisschen aufgearbeitet und dann steigen wir in das Video auch rein. Also, moin Leute. Wir wollen die Schlüsselgewalt von euch bekommen. Wir wollen die Hebel der Regierung in die Hand bekommen. Und dann wird endlich wieder Politik für das Volk gemacht. Und zwar nur für unser Volk. Ah, da wird mir ganz gruselig. Da wird mir ganz gruselig. Die Vibes, die ich da schon kriege. Ich gehöre, glaube ich, auch nicht mehr zu das Volk. Für das Volk gemacht. Ich glaube, dazu gehöre ich auch nicht mehr. Ich habe mich da auch selber exkludiert. Wer dann Volk ist, das bestimmt dann nur noch Volker. Liebe Freunde, wir werden Deutschland. Das startet aber schon gleich hart. Maximilian K. Spitzenkandidat der AfD für die Europawahl. Sehr, sehr unangenehm. Hatten wir ja schon was gemacht mit seinen Shorts, seinen Reels, war auch zum Thema Frauenfeindlichkeit im Stern befragt worden. Maximilian Krah ist für mich wirklich einer der unangenehmsten Politiker in der Öffentlichkeit zurzeit. Am Ende dieses Jahres anders hinterlassen, als wir es zum Anfang des Jahres übernommen haben. Das glaube ich. Das wandelnde Meme der Peinlichkeit. Aber die Leute werden den wählen. Die Leute scheinen da drauf zu gucken und haben auf so jemanden gewartet, der dann erklärt, was deutsche Männlichkeit ist, wer wie was wählt, was deutsch ist. Deutsch ist Bier, Sauerkraut und, keine Ahnung, Schlager. Wir werden Deutschland anders vorfinden dann, als wie zum Beginn des Jahres. Das glaube ich dann leider auch. Und das ist von denen, nicht nur ein Versprechen, sondern für mich klingt das auch wie eine Drohung. Machttrunkene AfD-Politiker, die einen anderen völkischen Staat wollen. Guten Abend und willkommen beim Monitor. Ja, die Träume der AfD von der Macht und davon stärkste Partei im Land zu werden, sie könnten dieses Jahr Realität werden. Bei den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg, bei den Kommunalwahlen im Osten oder bei der Europawahl. Fest steht, sollte die AfD im Herbst nur in einem der ostdeutschen Bundesländer an die Regierung kommen, könnte sie nicht nur Gesetze machen, sie könnte auch Schlüsselpositionen in Justiz, Polizei und Verwaltung besetzen, Einfluss aufs Verfassungsgericht nehmen und die Medienlandschaft auf ihren Kurs bringen. Von Säuberungen ist da schon die Rede und von einem Staat, der sich ganz dem Willen der Partei unterwirft. Ich finde ja auch immer dieses so Säubern, und wir erinnern uns an das Alice Weidel-Interview, ja, dieser schmierige Spitzelstaat und so weiter. Also mir wird Angst und Bange. Ich finde es sowieso immer gut, wenn Parteien eine Koalition eingehen müssen. Ich war jetzt kein großer Fan der GroKo. Ihr könnt natürlich hier auch alles, ich lese heute viel vor aus dem Chat, könnt ihr gerne mit reinschreiben. Aber so allein regierende Parteien mit einer absoluten Mehrheit bin ich kein Freund von. Das auch nicht CSU, Bayern oder sonst irgendwas. Ich finde einen Koalitionspartner, der Streit innerhalb einer Koalition und Diskurs, Konsens und Kompromiss gehört mit dazu. Aber diese Position, wenn die nachher auch von Rechtsradikalen bis Rechtsextremisten besetzt werden, das wird dieses Land und diese Landstriche oder die Bundesländer massivst verändern. Würdest du auswandern, wenn die AfD an die Macht kommen würde? Nein, so leicht geben wir ja nicht auf. Also die AfD muss politisch besiegt werden, wurde ich auch gerade gefragt, wie macht man das? Ich bin kein Politikwissenschaftler, aber es gibt Themen, die viele Deutsche umhertreiben und alle Parteien müssen, glaube ich, ihr Profil wieder schärfen. Welche Folgen das alles hätte, das wollen wir Ihnen heute mal ganz konkret zeigen, mithilfe künstlicher Intelligenz. Und nein, dabei geht es nicht um Hellseherei, um Science Fiction oder einen Blick in die Glaskugel. Ganz im Gegenteil. Die KI liefert präzise Szenarien auf der Basis umfangreicher Daten über die AfD. Sie zeigt, was ein AfD-Staat bedeuten würde für Minderheiten, für die Grundrechte, für den Sozialstaat und die Demokratie. Und sie zeigt auch, wer dabei die großen Verlierer wären. Nicht nur in Thüringen, wo mit Björn Höcke ein veritabler Rechtsextremist Ministerpräsident werden will. Ein Film von Julia Regis und Veronique Gantenberg. Die Parlamente, Herzkammern der Demokratie.
Mittendrin sitzen sie bereits, Abgeordnete der AfD. Doch sie wollen längst mehr. An die Hebel der Macht. An die Regierung. Nächstes Jahr holen wir uns 3 Landesregierungen und dann geht's weiter. Danke euch! Ministerpräsident Björn Höcke und Kanzlerin Dr. Alice Weidel, dann wird aufgeräumt. Jetzt sind. Ja, also da wird mir Angst und Bange, wie die das so sagen, auch die Tonalität. Das ist für mich so, ist oft so Politikern unwürdig. Ich mag das auch nicht, wenn Politiker auch von anderen Parteien aus der Rolle fallen. Auch das gibt es natürlich. Aber man spürt da schon immer eine gewisse Wut. Ich habe da, ich weiß nicht, ob das bei mir so nur mitschwingt. Ich hab da auch immer so ein bisschen fast Rachegefühle. Also, dass die irgendwie fast auf Rache sinnen dann. Wenn wir Macht haben, dann werden wir aufräumen, dann werden wir werden nicht vergessen. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Ich glaube auch Alice Weidel oder Herr Höcke hat das gesagt, wir vergessen nicht. Das klingt für mich wie Rache einfach. Ne? Und ich weiß nicht, ob ich eine rachsüchtige Landes- oder Bundesregierung haben möchte. Ja, Jotun Luki schreibt Großmachtsfantasien. Ja, die können meinen Keller aufräumen, Heinrich. Mein Keller auch. Ich habe da auch gerade so ein Thema. Keller und Garage, wenn das Wetter besser wird. Geil, in den Keller gehen und aufräumen, wenn das Wetter draußen geil ist. Philipp, Alter, du hast auch geile Ideen. Wir in das Stadium des Vorbürgerkriegs eingetreten. Die AfD. Stadium des Vorbürgerkriegs eingetreten. Ja, Matze, ja, das klingt nach Goebbels so Art, so, weißt du, Van der Sam Michael schreibt, ein wenig mehr Macht zu Hause würde mir schon reichen, bin gefühlt an der 5%-Hürde. Ja, da bin ich manchmal drunter hier zu Hause. Die an der Macht, der Staat in der Hand von Rechtsextremisten, was würde das ganz konkret bedeuten? Für Demokratie, für Meinungsfreiheit, für soziale Gerechtigkeit. Wir wagen ein Experiment, einen Blick in die Zukunft, mit Hilfe künstlicher Intelligenz. Wie sähe dieses Land unter einer AfD-Regierung aus? Was wäre, wenn? Ich finde das gut, wenn man dieses Gedankenspiel durchspielt. Das könnte man mit allen Parteien mal machen. Würde ich interessant finden, das irgendwie zu vergleichen. Oha, hier kommen schon die ersten Trolle. GEZ bist du, ja, genau. Die GEZ zieht bei mir nicht monatlich ab. Ich darf meine 18 Euro irgendwas behalten, oder was das denn mittlerweile sind. Die darf ich behalten und dafür mache ich das hier. Und ich weiß nicht, ob Deutschland nach links, also einen Linksruck sehen wir, glaube ich, nicht. Es gibt ja immer wieder linke und rechte Einflüsse. Das habe ich auch schon mal erklärt, das ist völlig in Ordnung, dass es diese Einflüsse gibt. In der Mitte muss der Bundesadler fett sein. Ja, und einen Sprachmodulator als Zukunftsorakel einsetzen, ist bald auch grenzwertig. Ja, warten wir doch erstmal, was kommt. Ich denke, da wurde das Parteiprogramm eingespeist und dann wurde da ein Ergebnis ausgespuckt. Ja. Ich finde, den Beitrag jetzt zu kritisieren, ohne dass wir bis jetzt gesehen haben, was es bedeutet, ist ein bisschen einfach. Ja, Lecknock, Philipp, verstehe ja, dass du aufgrund deiner Vergangenheit empfindlicher gegenüber rechten Parteien bist als andere, aber übertreibst du nicht etwas? Ich finde es frech, eine ganz normale Partei so darzustellen, wie es hier in der Doku getan wird. Die tun ja so, als wäre dann alles Hitlers Enkel. Also eine normale Partei ist das nicht. Da sind Rechtsextremisten, Rechtsradikale und Völkische drin. Also so einfach ist das nicht. Ja? Die künstliche Intelligenz ChatGPT-4. Ein Programm, das auch Zukunftsszenarien entwerfen kann. Denn ChatGPT wurde mit Millionen von Daten gefüttert. Mit Texten, Büchern, öffentlich zugänglichen Informationen. Das heißt, ChatGPT kennt auch die Programme der AfD,
weiß, was AfD-Politiker sagen und schreiben und was über die Partei berichtet und geforscht wird. Kann die KI mit all diesem Wissen vorhersagen, wie ein Land unter einer AfD-Regierung aussehen würde? Also erstmal müssen wir es dann jetzt hier relativieren, das ist so. Es ist eine KI, die das macht, die nimmt sich die Daten und spuckt dazu was aus. Ich arbeite mittlerweile auch viel mit künstlicher Intelligenz. Da wird nicht alles immer, was ich ganz intelligent in mein Mikro reinsabbel, wird dann auch nicht immer ganz intelligent verschriftet. Da sind hohe Fehlerquoten drin, da werden Dinge falsch aufgefasst, da gibt es eine Fehlerquote, aber es ist ein Gedankenspiel. Und deswegen brauchen wir jetzt erstmal noch nicht grundsätzlich ausrasten. Was wäre, wenn Sie im Osten Landtagswahlen gewinnen? Einen oder mehrere Ministerpräsidenten stellen? Wenn aus Parolen Gesetze werden? Was würde sich in einem AfD-Staat ganz konkret verändern? Zum Beispiel in der Migrationspolitik. Ich finde dieses wütende Marschieren und wer Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen. Also was hat das damit zu tun, wer hier deutscher Staatsbürger ist? Egal ob nachträglich oder durch Geburt. Weiß ich nicht, ob ich jetzt jeden Morgen aufwachen muss und Deutschland lieben muss. Ich finde die Errungenschaft dieses Staates sind sehr, sehr gut. Den Sozialstaat, den wir haben, wie der funktioniert und die Infrastruktur und so. Aber das ist halt, ich spüre da immer so viel Wut. Das ist so immer, weißt du, wenn ich dann denen auch sagen würde, ja, was, Deutschland, der Begriff macht mit mir nichts mehr. Ich war ja auch mal so verirrt verliebt als Nationalist. Aber ich höre da immer so viel Wut drauf und dann würde es auch sagen, hier, guck mal, der Schlaffer, der hasst Deutschland jetzt und jetzt ist er kein Deutscher mehr. Ich müsste auch damit rechnen, dass mir auch so ein Pass entzogen wird. Ja, wir sind das Volk, 2 Minuten dabei und könnte auch der dritte Weg sein, ja, so ungefähr. Ja, nicht der Frank Antal, der junge alternative Leute in der ersten Reihe war, auch bei der identitären Demo in Wien 2003. Das ist eine Masche, ja. Wir beginnen unser Experiment und fragen die künstliche Intelligenz ChatGPT nach einem fiktiven Zukunftsszenario. Schreibe eine Drehbuchszene. Die AfD regiert in Deutschland und hat ihr Konzept der Remigration durchgesetzt. Welche Auswirkungen hat das? Wie hat sich das Land verändert? ChatGPT antwortet und schreibt wortwörtlich folgende Szenen. Die Kamera schwenkt über einen großen öffentlichen Platz in Berlin. Einige Geschäfte sind geschlossen, viele mit Brettern vernagelt. Ein modernes Büro, jedoch viele leere Schreibtische. Ein Mittelalter-Manager spricht besorgt mit einem Kollegen. Der Manager? Die Abwanderung von Fachkräften und kreativen Köpfen hat uns hart getroffen. Unsere Wirtschaft leidet enorm. Ein Klassenzimmer, in dem die Lehrerin vor einer kleineren Klasse von Schülern steht. Die Lehrerin? Wir werden heute über die Veränderungen in unserer Gesellschaft sprechen. Wie fühlt ihr euch dabei? Ich finde ja lustig, das Plakat im Hintergrund. Ja, also erstmal geht man davon aus, ich weiß, was der typische AfD-Sprecher darunter wird. Ja, das sind ja alles Fachkräfte, die gekommen sind, das weiß ich auch. Das wurde dumm gesagt, auch das sind Kommunikationsfehler von Medien und großen Parteien. Das heißt, hier kommen nur Fachkräfte. Nein, natürlich haben wir auch Armutsmigration, wir haben Flucht aus ganz unterschiedlichen Gründen. Aber Deutschland ist ein Einwanderungsland. Wir brauchen Einwanderung. Also ich war ja gerade jetzt, über Ostern war ich eingeladen zu einem Geburtstag auf Sylt. Das war sehr, sehr schön. Das war sehr, sehr schön. Und ich muss sagen, also auf Sylt würde ohne Migration gar nichts mehr gehen. Und das ist auch hier bei uns an der Küste, muss ich sagen, bei uns hier an der Küste würde in der Gastronomie gar nichts mehr laufen. Und ob man dafür jetzt eine Fachkraft sein muss, um nachher in der Gastro zu arbeiten, im Hotelgewerbe oder auf dem Bau oder ob man nachher hier ein Studium aufnimmt. Das sind ganz unterschiedliche Menschen. Hier wird ja immer so getan, als wenn in Deutschland auch alles Fachkräfte sind. Also ich hab ja in meinem Freundeskreis sehr, sehr viele Handwerker, Freunde auch und
die schimpfen auf ganz unterschiedliche. Die schimpfen auf Deutsche, die schimpfen auf Migranten, egal was. Es gibt auch solche und solche. Ist doch klar, dass wenn wir hier Migration haben, dass dann nicht nur Ärzte kommen. In was für einer Welt muss man denn da leben? Es wurde halt auch, ich glaube, das ist halt ein bisschen zu leichtfertig auch unter der GroKo kommuniziert wurde, wir werden nur Fachkräfte bekommen. Darum ging es nicht. Wir brauchen ganz unterschiedlich, brauchen wir Menschen, die arbeiten in Deutschland. Ja. Schimpfen ist deutsche Leitkultur. Ja, und das Plakat im Hintergrund ist geil. So haben sich auch Freunde von mir aus England immer Deutschland vorgestellt. Ja, Weißbierglas oder ein Maßkrug, Brezel, Weißwurst oder Bockwurst. Bierfest, ja, da sehen wir den Kölner Dom, glaube ich, noch und dann jemand im Dirndl und das Brandenburger Tor, das ist Germany. So sehen, glaube ich, viele im Ausland immer noch Deutschland. Ja, Pflege, meine Patienten würden nicht mehr versorgt werden können, ist so. Ja, in der Altenpflege, wir haben bestimmt mindestens 20% der Kollegen mit Migrationshintergrund, ja. Ja. Fachkraft für Fliesentischbau hat dann Zukunft. Moin Philipp, war letztens in Lübeck im Stadion. Ja, war windig. Ja, hier ist immer ein guter Wind. Philipp, wie siehst du in dem Zusammenhang die offizielle Werbung auf Arabisch, dass man leicht eingebürgert werden kann und wie viele Sozialleistungen es gibt? Ja, also das, auch dem stehe ich grundsätzlich kritisch gegenüber, damit zu werben, welche Sozialleistungen es gibt, sondern es müsste darüber geworben werden, welche Chancen es gibt, hier durch Arbeit in Deutschland leben zu können, in Frieden, mit Wohlstand. Es sollte damit geworben werden, was hier mit Arbeit zu machen ist, nicht und welche Sozialleistungen es gibt. Tom, es ist seltsam. Einige meiner Freunde sind nicht mehr hier. Sie mussten mit ihren Familien gehen. Ich vermisse sie. Menschen, die das Land verlassen müssen? Was die KI beschreibt, nennt die AfD Remigration. Und die beträfe Millionen. Wir werden auch ohne Probleme mit 20-30% weniger Menschen in Deutschland leben können. Ja, da frage ich mich nur, was für ein Staat wird sich davon vorgestellt. Also ich weiß nicht, wie es in vielen Regionen anders in Deutschland ist. Also wie gesagt, hier sucht jeder. Hier sucht wirklich jeder Betrieb, jede Firma sucht hier Menschen. Ich weiß nicht, ob es hier noch ein Handwerkerauto gibt, das fährt, oder LKWs, wo nicht draufsteht, wir suchen Kollegen. Wir haben teilweise jeden Tag Nachrichten hier bei uns in der Region, dass einige Restaurants teilweise nur 3-4 Tage aufmachen können, weil das Personal nicht genug da ist. Ich weiß gar nicht, wie sich so jemand vorstellt, wenn hier nochmal 20% Arbeitskräfte weg sind oder 20% der Menschen weg sind. Ich weiß nicht, wie sich so jemand das vorstellt. Ich meine, da sprechen wir über 16 Millionen Leute. 16 Millionen Menschen. Ich weiß gar nicht, wie jemand da komme ich nicht drauf klar. Auch der EU-Spitzenkandidat der AfD, Maximilian Krah, schreibt von bis zu 25 Millionen Menschen, die man dazu bringen müsse, das Land zu verlassen. Jan, was für ein Bauernstaat wollen wir denn dann leben? 20 bis 25 Millionen Menschen. Das kann man volkswirtschaftlich doch gar nicht, das könnte man doch gar nicht auffangen. Überhaupt nicht auffangen. Wer soll es denn machen? Überall wird gestreikt, dass die Arbeitszeit von am besten 40 auf 36 runter, dann auf 35 und dann 30 Stunden Woche, mehr Work-Life-Balance und dann wollen wir noch 20 Millionen Menschen rausschmeißen. Oh. Ja, jetzt sagen, man könnte locker mit 20-30% weniger Menschen leben, aber in Corona-Zeiten geheult, dass wegen dem Lockdown die Wirtschaft zusammenbricht. Ja, das würde auch dazu. Weil sie für ihn nicht hierher gehören.
Man ist eine Gemeinschaft an einem Ort, eine Gemeinschaft der Ähnlichen, und ähnlich ist man geworden über kollektive Selektionsprozesse. Man werde. Kollektive Selektionsprozesse. Also viel völkischer kann es ja auch nicht sein. Sag doch gleich Blut- und Bodenideologie. Ist für mich Blut und Boden. Wer Deutsches erstens bestimmt ich, und Deutsches man durch Blut, durch Herkunft, durch Arierausweis. Das ist das, was ich raushöre. Ja, Motto schreibt auch, das würde die Wirtschaft hinrichten. Ja, Epileptic Ladyland grüßt dich. Wenn eine Partei die Reduzierung der Bevölkerung verspricht, weiß ich nicht, ob das nur durch Abschieben möglich ist. Naja, auch das darf man hier nicht ausblenden. Nach der Regierungsübernahme. Und das sind Leute, die sollen gewählt werden. Oder die stellen sich zur Wahl. Und da gibt es Leute, der 30% Thüringen irgendwas, die dann sagen, ja, geil, 20 Millionen Menschen raus, nur noch Bockwurst, Sauerkraut, mega geil. Ich kann mir das, Wahnsinn. Also jeder, der da sein Kreuz macht, der muss doch da was Völkisches raushören. Deren rechtsextremer Traum ist größer als mein rechtsextremer Traum damals. Nicht mal ich hätte damals sowas gesagt, hätte gesagt, wir müssten ja alle Ausländer rausschmeißen. Selbst da war ich nicht. So verpeilt war ich nicht mehr. Da hab ich selbst gewusst, das kann und wird nicht funktionieren. 30-Stunden-Woche wird es safe nicht mehr geben können, auch keine freie Berufswahl. Dann heißt es dann, Max, du wirst Bäcker. Und wenn Max sagt, ich wäre lieber Informatiker, dann ist die Antwort, nee, wir brauchen jetzt Bäcker, ja. Ja, möchte nicht sagen, aber die wollen 20 Millionen Menschen weniger. Wie viele Bürger hatte die DDR nochmal? Ich glaube, es waren 16 Millionen damals, ne? 16 Millionen Ostdeutsche. Den Assimilationsdruck erhöhen, heißt es bei Björn Höcke und anderen AfD-Spitzenpolitikern. Den Druck erhöhen, damit Millionen das Land verlassen? Wir reisen nach Thüringen. Hier könnte Höckes AfD im September die Landtagswahl gewinnen. Wir wollen wissen, wie realistisch sind die Zukunftsszenarien der KI? Auch ob diese Landstriche wirklich wissen, was sie damit anrichten, wenn sie so wählen? Wissen die Menschen, was sie für sich machen, für ihre Region, was das bedeutet, wenn sie dort eine AfD-Regierung haben? Ich kann mir das immer nicht vorstellen, ob die Leute da weit genug denken, was das in dieser globalisierten Welt heißt, wenn dort Leute nachher nicht mehr hingehen wollen, wenn Investitionen nicht mehr kommen, was das für diese Bundesländer bedeuten wird. Das ist ja kein Cut, den du sofort spürst. Politische Entscheidungen, die spürt man ja Monate oder Jahre später. Das sind ja nicht Dinge, die man sofort spürt. Was dann ein Rückgang, eine Rezession der Wirtschaft bedeuten würde in diesen Bundesländern, ist, glaube ich, für viele nicht vorstellbar. Und das wäre erst spürbar über Jahre später. Warum kein Stream mehr mit Axel? Ich will es hier zu Axel sagen. Ist kein Geheimnis, Axel hat selber gepostet. Axel hat letzte Woche seinen Vater verloren. Bis er vor 2 Jahren seine Mutter verloren hat. Axel ist in Trauer, er hat gestern seinen Vater beerdigt und deswegen hat er sich von YouTube kurz zurückgezogen. Er war auch noch krank dazu und Axel hat gesagt, er kommt die Woche wieder auf den Kanal. Also mein Beileid geht natürlich raus an Axel, mein Freund. Deswegen ist Axel hier gerade nicht dabei. Aber Trauer und Familie ist einfach wichtiger als hier Social Media, YouTube oder sonst irgendwas. Nur damit ihr wisst, warum er gerade nicht da ist. So. Und was bedeutet das für Menschen, die ganz unmittelbar von der Politik der AfD betroffen wären? Familie Hassan wohnt in einer kleinen Stadt in Thüringen. Eigentlich heißen sie anders. Ich muss auch dazu sagen, ich war letztens in Thüringen arbeiten, war in einem kleinen Dorf. Dorf, Gemeinde würde ich es nennen. Und da war ich
in einer Schule und habe da was zur Prävention gegen Rechtsextremismus gemacht. Und da war auch ein junges Mädchen dabei, eine junge Schwarze, die nach dem Vortrag zu mir angekommen ist, hat sich bedankt für den Vortrag, wie wichtig das ist in der Region und wie sie schon, wie schwer das dort ist schon zu leben. Ich muss dazu sagen, vor mir saßen ungefähr vielleicht 100 Jugendliche, vielleicht zwei sichtbar mit Migrationshintergrund, die gesagt haben auch, wie die Stimmungslage dort ist, die dann auch nach dem Vortrag zu mir kamen. Sie hat dann auch noch geweint, wie die Stimmungslage ihr und allen anderen gegenüber ist, die als mit Migrationshintergrund zu sehen ist. Das darf man, glaube ich, nicht verwechseln, als wenn man jetzt in einer Großstadt ist oder in einer Region ist, wo man gewöhnt ist, dass es ein diverses Stadtbild gibt und so weiter. Es wäre selbst, glaube ich, für mich undenkbar, in einigen Gemeinden dort heute zu leben, mit der Arbeit und der politischen Einstellung, die ich heute habe, dort zu leben. Wir wissen das über ganz viele, die sich auch demokratisch engagieren, wie viel Gegenwind, wie viel Druck die mittlerweile haben, dass die teilweise dann auf gewisse Dorffeste, Stadtfeste und so nicht gehen können, weil dort Rechtsextremisten im Stadtbild sichtbar sind, weil sie eine Gewalthoheit haben. Das mag ich mir teilweise nicht vorstellen in den Gegenden. Ja, selbst die linke Studentenstadt Jena ist voller Nazis mit offenen T-Shirts und Tattoos, interessiert aber keine. Ist ja deren Meinung, ja. Möchten aber nicht erkannt werden. Aus Angst vor Angriffen. Vor 6 Jahren sind sie aus Libyen nach Deutschland geflüchtet. Hier wohnen sie in einer kleinen Wohnung. Deren Zustand ist ohnehin schlecht. Seit Monaten leben sie nun auch noch mit zerstörten Fenstern. Sie haben uns 3-mal angegriffen. Anfang 2023 haben sie das Fenster kaputt gemacht. Ja, also hier wird ja auch immer darüber gesprochen, dass sie alle in Wohlstand leben und alles geschenkt bekommen. Einzigen Kritikpunkt, den ich sage, nach 6 Jahren muss man Deutsch gelernt haben. Muss. Es tut mir leid, dass ich das so direkt sage. Ich finde, für Integration ist das A und O. Aber dann angegriffen zu werden, dort zu sitzen und hier wird immer so getan, alle dann im Wohlstand, alles wird geschenkt und so einfach ist es dann nicht, wenn man es dann doch sieht. Die Kinder schliefen. Die Glasscheiben hätten eines von ihnen treffen können. Das 2. Mal war im Juni. Das 3. Mal, als sie ein Fenster einwarfen, schlief mein Mann in dem kleinen Raum. Sie riefen: Ausländer raus, Ausländer raus. Daniel, du bist sehr wütend. Deswegen tschüss erstmal. Ja, ist doch klar, jeder Asylant bekommt bei der Ankunft 20.000 Euro und ein AMG. Ja, vielleicht sprichst du in ihrer Muttersprache, weil ihr Deutsch nicht so gut ist. Weil einfacher, ja. Ich sag's aber nur, nach 6 Jahren muss aber auch das geleistet werden und das muss der Staat leisten, das müssen die Menschen leisten. Integration ist auch eine Bringschuld. Ich habe mich selber mal integriert in einem Land und das geht über Sprache. Ja, Integration heißt nicht, jetzt anfangen Bier zu trinken, Schweinefleisch zu essen und mit der Deutschlandfahne rumzuwedeln. Integration heißt Sprache lernen und den Rechtsstaat zu respektieren. Und wer das macht, ist mir scheißegal, ja. Ja, wieso gerade nach 6 Jahren? Ist scheißegal. Man kann eine Sprache trotzdem auch. Also, für mich gehört Sprache zur Integration dazu. Ist einfach mein Standpunkt. Wenn das Menschen anders sehen, für mich gehört Sprache für Integration dazu. Ich finde es genauso scheiße, wenn Deutsche auswandern in ein Land und dann auch nicht bereit sind, die Sprache zu lernen. Finde ich genauso scheiße. Ist für mich kein Unterschied. Ja. Ich finde es auch peinlich, wenn Leute nach Spanien, Italien auswandern und so, sich dann weigern, Italienisch zu lernen, oder Spanisch zu lernen, finde ich genauso scheiße. Bislang daraus. Selbst in ihrem Zuhause fühlen sie sich nicht mehr sicher. Draußen aber sei es noch schlimmer. Die Kinder erzählen von Angriffen in der Schule und auf dem Heimweg. Die warten immer auf mich und die werfen Steine, die schlägen mich, die treten mich, die klauen meine Sachen.
ich wollte nach Hause gehen und dann hat mich halt so eine Jungsgruppe wieder befolgt, haben mich angegriffen mit Steinen und dann bin ich halt weggerannt und heulend nach Hause gekommen. Ja, mit dem Gefühl will ich auch nicht auf die Straße gehen. Das ist, ja, Martin, das sehe ich genauso. Die Sprache öffnet Türen und Herzen. Vor Angst. Die schreien ja rum, Ausländer, ihr sollt raus. Keiner will euch hier. Mich macht's einfach kaputt, wenn ich immer wieder sowas erlebe. Aber ich versuche immer stark zu bleiben. Ja, aber das bricht natürlich auch so Kinderherzen. Egal ob Mobbing oder du wirst beleidigt aufgrund deiner Herkunft, Religion, Sexualität oder sonst was, das bricht natürlich auch Menschen. Ja, was das dann auch für den Lebensweg bedeutet, dann geht ja nur die Flucht. Die Flucht nachher in eine Großstadt. Weil ich habe viel erlebt. Ja. Den Druck. Ja, das ist ja auch auf diesen Dorffesten, was man da gesehen hat, dieses, wo sie da zu diesem Lied gesungen haben, weiß ich nicht, hier Deutschland, Ausländer raus oder raus, Ausländer raus, haben sie was. Ich weiß nicht, wie sie das gesungen haben. Ich bin Musik gar nicht so bewandert. Das haben viele nachgemacht auch. Kann ich mir im privaten Bereich richtig gut vorstellen, wie viele das im privaten Bereich gemacht haben. Anmi, Dankeschön. Ja, auf diesen Dörfern wollen die auch keine Deutschen, die nicht aus ihrem Kaff oder näheren Umgebung sind. Da ist man genauso Ausländer. Donut Frog. Ja, aber das ist schon was anderes als ein Philipp Schlaffer hinzieht, wenn ich jetzt nicht das hier machen würde, der da hinzieht und dann mit den Leuten dann da kegeln geht oder sonst irgendwas. Mir würde dann keiner im Supermarkt hinterher schreien, Ausländer raus oder so. Auf Migranten erhöhen? Kein Zukunftsszenario, schon Gegenwart. Was die Familie heute erlebt, würde sich unter einer AfD-Regierung weiter verschärfen, sagt der Soziologe Matthias Quent. Er forscht seit Jahren zur AfD und rechtsextremen Ideologien. Ja, den Mann finde ich immer gut, der macht immer einen richtig guten Input. Es entsteht ein Gefühl, vielleicht sogar eines Tages von den staatlichen Institutionen entsprechend rassistisch verfolgt zu werden, wenn die AfD die Macht übernommen hat. Und auf der anderen Seite bei potenziellen Täterinnen erfolgt damit ein Legitimierungseffekt, dass man also der Meinung ist, ja okay, also wenn das öffentlich gesagt wird, wenn die AfD mit einer solchen Agenda Wahlen gewinnt, warum soll ich mich da noch zurückhalten? Warum ist dann mein Handeln illegitim? Druck und Leicht erklärt. Und Ausgrenzung gegenüber Menschen, die für die AfD nicht hierher gehören. Eine AfD an der Macht? Wen würde das noch treffen? Was ist mit denen, die auf staatliche Unterstützung angewiesen sind, die von Armut betroffen sind? Wie würde sich der Sozialstaat unter einer AfD-Regierung verändern? Wir lassen die künstliche Intelligenz einen weiteren Blick in die Zukunft werfen und fragen: Die AfD regiert seit einiger Zeit. Was hat sich am Umfang der Unterstützung für arme Menschen verändert? In einem. Ja, dann soll es ja wieder allen, dann geht es ja allen in Deutschland gut. Wir schmeißen 20 Millionen Menschen raus und dann leben alle wieder mit ihrer Familie zusammen. Ich persönlich, ihr wisst das, ich liebe meine Familie sehr. Nichts geht mir über meine Familie, aber mit der ganzen Familie zusammenzuwohnen. Alter, Marisas Familie und meine Familie unter einem Dach oder auf einem großen Hof und dann, oh, da müssten wir aber jeden Spaten, jede Gabel und jedes Messer irgendwie weglegen nach 3 Monaten. Das ist schön, wenn man auf Familienfeiern zusammensitzt und so. Also, Also, ich weiß nicht, wie das bei einigen von euch ist. Ja, von Family bitte nicht. Ich bin froh, seit 10 Jahren allein zu wohnen. Ja, aber das wäre ja irgendwie die Grundlage, was viele dann so die Familie wieder und von
drei, bei einigen vier Generationen zusammen und so. Es ist ein schöner Gedanke, aber nicht jeder kann das. Ja, also meine Mutter hat mal einen schönen Satz gesagt und sie hat gesagt, das ist alles gut und schön mit der Familie und meine Mama macht alles für die Familie. Meine Mutter hat gesagt, für Familie muss man sich Schuhe anziehen müssen. Man muss so weit auseinander wohnen, dass man sich Schuhe anziehen muss. Und das ist bei mir sehr, sehr hängen geblieben. Ja. Kalopsita Wanderbild schreibt, da könnte man eine Reality-Serie drehen. Ja. Tobi To schreibt, würde lange Haftstrafen bedeuten. Ja, also, ja, genau. David Silberbeutel ist auch viel besser, wenn Leute verschiedene Erfahrungen an verschiedenen Orten machen. Ja, am besten Wanderschuhe. Ja, aber es ist so ein Satz, der lange bei mir hängen geblieben ist. Ja, Amen, bless. Sie ist eine weise Frau. Ist so Desmar GG. Ist so. Im karg eingerichteten Raum des Sozialamts sitzt Karin. Gegenüber von ihr sitzt Herr Meier, sichtlich besorgt. Karin: Herr Meier, ich verstehe Ihre Situation, aber seit die AfD an der Macht ist, wurden die Unterstützungsleistungen drastisch gekürzt. Herr Meier: Aber was soll ich denn tun? Ich finde in meinem Alter keinen Job mehr und meine Rente reicht vorne und hinten nicht. Karin: Die Mittel für arbeitslose Rentner und sozial Schwache wurden stark reduziert. Ich kann Ihnen nur noch minimale Unterstützung anbieten. Herr Meier verlässt das Sozialamt. Die Straße ist geprägt von Menschen in ähnlichen Situationen. Einige stehen in langen Schlangen vor Tafeln. Mehr Armut durch eine AfD-Regierung? Weniger Unterstützung für Arbeitslose? Ja, aber was ja so ein Trugschluss ist, bei der AfD, es wird ja so oft kommuniziert, die Sozialleistungen, die dann an Geflüchtete hier kommen, dass die dann in der Höhe verteilt würden an Deutsche, die sozusagen dann die Sozialleistungen kriegen würden. Aber das ist seit Jahren bekannt, dass Sozialleistungen generell unter einer AfD-Regierung sinken würden. Carla, das verstehe ich. Wer arbeitet, ist der Dumme. Unsere Gesellschaft basiert auf einem ständigen Geben und Nehmen. Nur im Bürgergeld. Da gibt man gar nichts. Und man bekommt trotzdem. Ihr Bürgergeld treibt die Sozialkrise auf die Spitze. Die Fleißigen werden bestraft. Wir sind bei der Tafel in Sömmerda in Südthüringen. Also grundsätzlich, Arbeit muss sich lohnen. Es muss jemand, der arbeiten geht, bedeutend mehr finanzielle Mittel zur Verfügung haben wie jemand mit Bürgergeld. Trotzdem muss es möglich sein, von Bürgergeld ein menschenwürdiges Leben führen zu können. Also diesen Sprung muss man schaffen. Hier arbeitet Antje Strach. Schon jetzt würden Menschen verurteilt, die hierher kommen, weil sie schlicht zu wenig Geld zum Leben haben. Ja, die Leute denken, schau dir die an, die Schmarotzer, die Assis, sollen sie doch arbeiten gehen, gammeln den ganzen Tag nur zu Hause rum und ja. Auch er kommt regelmäßig hierher. Er möchte nicht erkannt werden. Zu groß ist die Scham, die Angst vor weiterer Ausgrenzung. Eine mögliche AfD-Regierung macht ihm Sorgen. Ich möchte nicht, dass es so weit kommt, dass die AfD an die Macht kommt. Für uns Leute, die hier zur Tafel gehen, für die Bürgergeldempfänger, hat die AfD nichts übrig. Und trotzdem, die Partei würde auch von armen Menschen gewählt, erzählen sie hier. Ich kenne einige Leute auch meiner Nachbarschaft, die Bürgergeld bekommen. Und die würden die AfD wählen. Die würden sich selbst schaden, wenn sie die AfD wählen würden. Aber die wählen die. Das hört man ja. Das ist beängstigend. Dann bis nächste Woche. Nächste Woche. Tschüss. Weniger Hilfe für Arbeitslose. Das fordert die AfD. Aber würde unter einer AfD-Regierung die Armut in Deutschland wirklich weiter zunehmen? Ja, Van der Sar-Michael schreibt auch, Bürgergeld sehe ich auch kritisch, mir fällt nur nichts Besseres ein. Ja, das ist, Politik ist halt schwer und kompliziert, ne? Ich habe ja auch hier keine Lösung, ich bin kein Politikwissenschaftler. Reicht mein Grips nicht so aus, das ist nun mal so.
Und wir leben in einem Sozialstaat. Und das ist auch gut so. Jeder kann hier mal in Not geraten. Was ich auch immer wieder sage, krank werden darf man auch nicht. Wenn du krank wirst mit längerfristigen Krankheiten, dann kannst du auch sehen, wie dein Leben, glaube ich, in sehr, sehr schneller Zeit zusammenbricht. Und deswegen ist es wichtig, auch diese Sicherung zu machen. Wir sind eine Gemeinschaft hier, die sich dann auch dementsprechend stützen muss und helfen muss in ganz unterschiedlichen Lagen, bei Krankheit, sei es psychisch, physisch. Und dann einfach nur zu sagen, jeder muss und kann. Das kann nicht jeder kann und muss immer. Also ich habe auch in meinem Leben gelernt, nicht jeder kann immer alles zu jedem Zeitpunkt, kann nicht die Leistung bringen, die jeder andere bringt. Ich habe manchmal auch den Anspruch, dass alle das leisten müssen, was ich leisten muss. Das ist ein schwerer Prozess, das von sich selber zu erkennen. Trotzdem muss es da gewerkelt werden. Natürlich kann es nicht sein, dass jemand, dass eine Familie mit Bürgergeld, mit 4 Kindern genauso viel hat, wo 2 Personen arbeiten gehen bei Mindestlohn, dass dort die Beträge leisten. Das geht nicht. Das verstehe ich auch, dass da Frust ist. Also ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Trotzdem muss es so sein, dass das Geld so sein muss, dass jemand in menschenwürdigen Verhältnissen leben kann und dass er nicht auf die Tafel angewiesen ist. Ja, und Ralf schreibt, und die Lösung ist bestimmt nicht Ausländer raus. Wie es die künstliche Intelligenz vorhersagt? Wie stünde es in einem AfD-Staat um die untere Mittelschicht? Um Geringverdiener? Um die sich die Partei angeblich besonders kümmern will? Die AfD stimmte gegen die Erhöhung des Mindestlohns. Laut ihres Grundsatzprogramms ist sie gegen eine Mietpreisbremse, gegen eine Besteuerung hoher Vermögen. Also da kann ja unmöglich jemand wählen, dem es gerade finanziell schlecht geht. Kann ja unmöglich sagen, das ist dann meine Partei. Das ist meine Partei. Ich weiß nicht, wie die meisten hier dazu stehen. Also ich bin auch für eine Erhöhung des Mindestlohns. Eine Mietpreisbremse hat seine Vor- und Nachteile, schwer ist zu erklären. Aus meiner grundsätzlich liberalen Einstellung, der Markt regelt. Aber es kann nicht sein, dass nachher nur noch Leute mit richtig viel Geld haben, wohnen können. Und eine Vermögenssteuer bin ich... Da kommt so bei mir so durch... der Markt bereichert sich nur selbst. Bei mir geht es nicht nur um Vermögenssteuer, sondern auch um Steuerflucht. Ich finde diese ganzen Steuersparmodelle von Firmen finde ich ganz fürchterlich. Wer in Deutschland verdient, sollte in Deutschland auch Steuern zahlen. Und nicht dann in Irland, Malta oder sonst wo. Ich hatte heute gerade Diskussionen über Irland mit dem Finanzamt. Wer dann wie, wo, welche Steuern abzudrücken hat. Die Diskussion hatte ich heute gerade. Definitiv. Aber es muss die Mentalität aufhören, gut und billig. Ich kann nicht einerseits guten Lohn fordern, andererseits will ich alles zu Spottpreisen haben. Ja, im Zweifelsfall frisst der Markt sich selber auf. Oder von Irland aus streamen, ja. Ja, Steuerpflicht für alle ist die Lösung. Ja, also Deutschland hat mehrere Baustellen. Ihr wisst das, ich bin auch dafür, für ein Rentensystem. Kein Unterschied in Rente und Pension. Ich glaube, man müsste auch irgendwo den Schnitt setzen, dass irgendwann Selbstständige auch in die Rente einzahlen müssten. Aber da müsste man natürlich an der Einkommensteuer drehen. Ich glaube schon, dass wir große Reformen brauchen, aber was wir hier halt sehen, ist kein Wahlprogramm für die kleinen Leute. Ja, sehe ich anders. Wenn du mit einer 40-Stunden-Woche nur knapp über Bürgergeldniveau bist, liegt das Problem beim Arbeitgeber, nicht am Sozialstaat. Ja, John, dann muss man vielleicht den Arbeitgeber auch wechseln. Ich weiß, es ist jetzt leicht gesagt, aber
natürlich, Arbeit muss sich lohnen. Ich weiß, es ist nur eine Phrase, aber das ist so. Ja, guck mal, Green Friends, Frizz Tank. Bei mir in der Behindertenwerkstatt glauben auch viele diese TikToks der AfD, das glaube ich. Was würde eine AfD-Regierung konkret bedeuten? Das Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung hat die Steuerpläne aller Parteien zur Bundestagswahl 2021 untersucht und kam zu folgendem Ergebnis. Eine Familie mit zwei Kindern und einem Jahreseinkommen von 40.000... Okay, die Wirtschaftspolitik der AfD wird von ehemaligen FDP-Mitgliedern geschrieben, denen die FDP nicht libertär genug war. Ja, jeder soll sich selbst mal versorgen. €1.000 hätte nach den Steuerplänen aller anderen Parteien mehr Geld zur Verfügung. Von den Plänen der AfD aber würde sie nahezu gar nicht profitieren. €1.000 hätte nach den Steuerplänen aller anderen Parteien mehr Geld zur Verfügung. Von den Plänen der AfD aber würde sie nahezu gar nicht profitieren. Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung hat die Pläne der Partei analysiert. Was wäre, wenn die AfD an die Macht käme und ihre Sozialpolitik umsetzen könnte? Wenn die AfD ihre Konzepte, ihre Ideen in der Wirtschaftsfinanzpolitik, in der Sozialpolitik, in der Gesellschaftspolitik umsetzen könnte, dann hätten wir nicht nur ein sehr viel ärmeres Land mit vielen Millionen Arbeitslosen, sondern auch ein viel stärker politisch und sozial polarisiertes Land. Die größten Verlierer der AfD-Politik wären gerade die Menschen, die verletzlich sind mit mittleren, geringen Einkommen. Also es gäbe viel mehr soziale Konflikte und eine deutlich höhere soziale Ungleichheit. Das wäre das Resultat der AfD-Politik. Ja, dann nur noch ein Staat arm, reich, USA-Vorbild, mega reich und mega arm und USA ja auch. Ich glaube, dass wir besonders das brauchen, dass mittlere Einkommen und dass wir viele Leute aus den unteren Einkommen einfach stärken. Das ist halt wichtig. Die AfD an der Macht. Arbeitslose und Geringverdiener ausgegrenzt? Menschen mit Migrationsgeschichte vertrieben? Wir fragen weiter. Wie sähe es mit den Grundrechten aus? In einem Staat, der von der AfD regiert werden würde? Was würde es für kritische Stimmen bedeuten, für Medien und Journalisten? Für die Meinungsfreiheit? Auch dazu hat die künstliche Intelligenz ein Zukunftsszenario entworfen. Entwickelt auf Basis öffentlich zugänglicher Daten. Auch Aussagen und Positionen von AfD-Politikern. Unsere Frage? Die AfD regiert in Thüringen. Welche Auswirkungen hätte das auf die Pressefreiheit? In einem Redaktionsbüro herrscht eine angespannte Atmosphäre. Journalisten blicken hin und wieder besorgt zu ihrem Chefredakteur, Herrn Weber, der in ein Telefonat vertieft ist. Herr Weber? Verstehe. Ja, aber das schränkt unsere Berichterstattung erheblich ein. In Ordnung, ich werde es dem Team mitteilen. Er tritt aus seinem Büro. Herr Weber? Leute, wir müssen über einige Änderungen sprechen. Es gibt jetzt Richtlinien für unsere Berichterstattung. Journalistin? Was für Richtlinien? Wer bestimmt das? Herr Weber? Die neuen politischen Führer. Sie haben Druck auf die Verlagsleitung ausgeübt. Bestimmte Themen sind jetzt tabu und bei anderen müssen wir, sagen wir, vorsichtig sein. Hier mal eine generelle Kritik, Medienkritik, ich weiß nicht. Mir ist Medienpolitik ist eine Zeit lang mir zu politisch aufgeladen gewesen oder ist aufgeladen. Ich finde, Journalisten sollten ihre Meinung manchmal ein bisschen zurückhalten und ein bisschen objektiver berichten. Ich hatte letzte Woche auch ein Interview, bin ich auch mal gespannt, was dabei rauskommt. Ich glaube, das wird nicht so. Ja, das ist auch schon mit viel Vorurteilen, Vorbehalten
an mich herangetreten worden und mit einigen Menschen, die immer wieder gegen mich und unser Projekt schießen, vorher Stimmungsmache gemacht worden. Egal aus welchem Bereich, finde ich das ganz fürchterlich, wenn es dort politischen Druck geht, das und das muss berichtet werden. Wir haben einige Fehler von Medien gesehen, die auf gewisse Bubbles zu schnell aufgesprungen sind, glaube ich, was auch viele Wähler in die Arme der AfD getrieben hat. Ja. Ich glaube, die Thematik Gendern hat ganz viele zur AfD getrieben. Ich male das jetzt noch nicht so schwarz, wenn man eine Landesregierung hat, dass dann Presse dort, ich glaube nicht, dass Presse sich so leicht dort einschränken lassen würde. Ich glaube, hier redet man dann immer schon wieder von einem fast totalitären AfD-Staat. Ja. Ich glaube nicht, dass eine AfD-geführte Landesregierung die Macht hätte, dort auf die regionale Presse einzuwirken. Ich glaube, das ist das Zukunftsszenario, wenn wirklich so dementsprechend Macht es mal für die AfD geben würde, was wir nicht hoffen. Also ich will generell keine Partei hier haben, die irgendwann 50%, 60%, 70% hat. In so einem Staat würde ich nicht leben wollen. Ich glaube immer wieder, dass wir immer wieder unterschiedliche Parteien an der Macht brauchen, in Koalition, starke Opposition. Und ich glaube, das Zukunftsszenario ist hier, wenn halt wir schon fast in einem totalitären System leben. Ja, natürlich ist auch viel in Presse schon falsch gelaufen. Ja, es gibt aufgeladenen Journalismus, den gibt es natürlich auch von ganz links. Den gibt es, aufgeladenen Journalismus. Klar, ist ja kein. Das ist nun mal so. Eine AfD-Regierung, die Druck auf kritische Journalisten ausübt? Bestimmt, was und wie berichtet wird? Er spürt, wie sich die Arbeit als Journalist jetzt schon verändert. Ja, begrenzte Amtszeiten fehlen uns sehr. Das sowieso. Ich finde, niemand sollte 16 Jahre lang Kanzler oder Kanzlerin sein. 2 Amtszeiten von mir aus von 4 auf 5 Jahre erhöhen. Und dass jemand höchstens 2-mal, es muss auch keiner irgendwie 40 Jahre im Bundestag sitzen. Oder ich weiß nicht, Wolfgang Schäuble war, glaube ich, auch jemand mit 36 oder fast 40 Jahren im Bundestag. Weiß ich nicht, ob das irgendwann an der Thematik vorbei ist. Ob da jemand, wenn jemand 40 Jahre im Bundestag gesessen hat, ob da noch ein Bezug zum Volk da ist. Ich glaube, auch begrenzte Zeiten wären notwendig. Ich bin Peter Hagen und arbeite als Reporter bei der Ostthüringer Zeitung. Wir treffen Peter Hagen im November. Die aufhören sollen, kritisch über die AfD zu berichten. Was muss es wahrscheinlich einen Schnitt geben wegen Copyright-Stücken. Eine AfD an der Macht für die Presse, jene, die im Sinne der Partei berichten. Uns dagegen versuchte man hier den Zutritt zu verweigern. Vor dem Saal kam und Publizist Maximilian Steinbeiß untersucht. Den MDR-Staatsvertrag, den kann der Ministerpräsident von Thüringen mit einer Unterschrift kündigen. Und dann ist Thüringen draußen. Da gibt es keine Parlamentsdebatte dazu, da gibt es keine öffentliche Auseinandersetzung dazu, das kann er einfach exekutieren. Könnte eine AfD-Regierung Einfluss nehmen, so Steinbeiß? Ja, Staatsvertrag kündigen kann der Ministerpräsident und Ministerpräsidenten. Ich muss hier kurz mitlesen. Okay, einen Moment. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das Fass jetzt hier aufmachen möchte, aber wie viele hier zum öffentlichen Rundfunk stehen, würde mir mal interessieren. Pro, Contra. Ist hier jemand pro öffentlich-rechtliches, pro öffentlich-rechtlicher Rundfunk? Abgesehen von dem Zwangsgeld, das man bezahlen muss. Sebastian Dobermann, Dankeschön. Hier pro plus. Hier pro. Ich weiß auch nicht, ob ich in einem Land leben wollen würde, wo es nur noch RTL, RTL 2, Sat 1, Pro 7 und so geben würde.
Oder dass so einer, oder nachher so ein Robert Murdoch oder so ein Silvio Berlusconi dann irgendwie Meinungsmache, Medien machen könnten. Ah, doch mehr pro als gedacht. Ich habe ja da mit Axel mal eine Debatte. Axel ist ja auch gegen, gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Was heißt dagegen? Ich glaube, um die Zwangsfinanzierung. Naja, weil sie auch einen gewissen Bildungsauftrag besitzen. Ja, wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk weg wäre, würde Bild TV das Leitmedium werden. Rundfunk, ja, aber ein paar faule Eiler sind da auch im Nest, ja. Ja, generell pro Finanzierungsmodell ist Kacke, ja. Apropos, falls ihr euer GEZ-Geld schon ausgegeben habt, dann ist es natürlich scheiße. Hallo? Ja. Und leider gehört ab und zu auch ein bisschen Werbung hier in den Stream. Leute, vielen lieben Dank an alle, die es hier unterstützen mit einer Twitch Prime-Abo oder mit einer Kanalmitgliedschaft. Natürlich ist mein Buch auch da bei kingunterdenkongs.de. Vielen lieben Dank an alle, die das unterstützen. Gibt es mit einer Signatur oder mit einem Merkel-muss-weg-Stempel. Ja, den kann ich da auch mit reinstempeln. Könnt ihr da kriegen. Ansonsten danke an alle, die hier bestellen bei den Beef Bandits. Alles rund um Grillen, Fleisch, Rubs und so weiter. Mit Philipp 10 kriegt ihr 10% Rabatt. Dankeschön. Ehre geht raus. Anonymer, Dankeschön für die Twitch Prime-Abos. Ehre geht raus. Und natürlich Zec Plus, alles rund um Sport, Eiweiß, Klamotten. Checkt das mal aus, auch mit Philipp 10, 10% Rabatt da. Auch Zec Plus schon lange ein Unterstützer. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ja, okay, man kann drüber streiten, ob der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht hier und da eine Verschlankung vertragen kann, aber im Grundsatz definitiv pro. Ja, ja, ich glaube auch, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk zu fett geworden ist, besonders auch im Wasserkopf oben. Ich glaube, das ist auch erkannt worden. Aber das fand ich schon interessant, dass doch hier viele pro sind. Zum Beispiel durch die Finanzierung und das Aufkaufen von Medienunternehmen. Und auf die Weise kann man effektiv tatsächlich auch die private Medienlandschaft so umsteuern, dass da nicht mehr viel wächst, was man nicht will, dass da wächst. Die Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in einem Staat, in dem die AfD die Macht hat? Die Partei hat noch ein anderes zentrales Grundrecht im Visier: die Religionsfreiheit. Wir fragen die künstliche Intelligenz nach einem weiteren Blick in die Zukunft. Die AfD regiert seit mehreren Jahren. Was bedeutet das für Muslime und ihre Religionsfreiheit? Ein ehemaliger Gebetsraum in einer Moschee, jetzt leer und verstaubt. Die Fenster sind mit Brettern vernagelt. Fatima, es ist schwer zu glauben, dass dies einmal ein Ort des Gebets und der Gemeinschaft war. Was ist nur aus unserer Freiheit geworden? Imam Yusuf, die Regierung hat unsere Rechte Stück für Stück eingeschränkt. Zuerst waren es Sicherheitsmaßnahmen, dann Integrationserfordernisse. Nun stehen wir hier. Fatima, unsere Kinder wachsen in einer Welt auf, in der sie für ihren Glauben verurteilt werden. Keine Religionsfreiheit für Muslime unter einer AfD-Regierung? Also ich persönlich, ich habe da ja sowieso eine ganz spezielle, ich bin Atheist mit philosophischen, buddhistischen Zügen. Also ich glaube nicht an eine höhere Macht. Ich finde es grundsätzlich, respektiere ich das. Jeden, der irgendwie sagt, er fühlt sich zu irgendeinem Gott zugehörig, aufgehoben, geliebt und irgendwann Paradies, Himmel oder sonst irgendwas. Ich fühle mich auch nicht bedroht durch Moscheen oder durch Kirchen und so weiter. Ich selber habe mal neben der Kirche gewohnt, das ging mir hart auf den Sack, das Gebimmel. Das erste Mal totales Lockengläuten, Sonntagmorgen 9 Uhr, denke und das nach paar Gin Tonic, paar Bier und paar Lüt. Hatte ich so gar keinen Bock drauf. Ich habe auch keinen Bock drauf, dass ein Muezzin runterruft. Aber da mache ich keinen Unterschied. Ich finde, Religion, wenn man damit keinen auf den Sack geht, würde mich überhaupt nicht mehr tangieren, wenn man damit keinen auf den Sack geht. Ich brauche nur dieses Öffentliche nicht.
Also den Anspruch von irgendwelchen Religionen, wir müssen das jetzt nach außen schreien oder läuten. Da habe ich keinen Bock drauf. Das ist so meine einzige Einschränkung. Ansonsten kann jeder glauben, lieben und machen, was er will, wenn er sich an Gesetze hält und anderen damit nicht auf den Sack geht. Ja. Bei uns geht es um 6 Uhr los mit dem Gebimmel. 6 Uhr. Ich wohne zwischen 2 Kirchen. Oh Gott, oh Gott. Ja, Carla, guter Satz. Ich glaube, ich respektiere Religion, wenn diese nicht über dem Gesetz und der Demokratie eines Landes stehen. Guter Satz. Ja, ich mag die missionarische Art nicht, in beide Richtungen. Kurz hier was fragen? Passt das? Ja. Okay, Marisa hat mich gerade informiert, wir haben gestern unsere Pfandkisten rausgestellt bei uns auf die Auffahrt und die sind alle geklaut worden. Ja, werde ich gleich mal die Kameras alle auswerten. Da wird sich ja jemand gleich wundern, wenn er sich im Internet sieht. Na gut. Ach, sehr spannend. Na gut. Kenne dich noch aus dem Club, damals warst du cooler drauf. Dankeschön, Christian. 1% unter den Pfandsammlern. Ja, ist so. Naja, gut, komm, werden wir überleben. Aber ich werde mir das gleich mal angucken. Da siehst du die akute Armut der Pfanddieb in Stockelsdorf. Ja, werde ich mir gleich mal angucken. Hier wird ja alles rund um die Uhr aufgezeichnet. Die Haltung der AfD zum Islam ist klar. Der Islam gehört nicht zu Deutschland, weil er nicht zu unserem Rechtsstaat gehören kann. Wir müssen die De-Islamisierung Deutschlands und Europa. Also politischen Islam finde ich genauso gut. Religion und Politik ist zu trennen. Religion ist eine Privatsache. Und ich finde generell, Politik und Religion sollte getrennt sein. Das vorbereiten. Islam und Grundgesetz schließen sich aus. Grundgesetz und Islam schließen sich aus. Religionsfreiheit ist doch ein hohes Gut. Philipp hat vergessen, dass 50% vom Pfand an den Clan gehen. Oder Finanzamt hat das mitgenommen. Marisa, vielleicht hat das Finanzamt das mitgenommen schon. Als Vorauszahlung für die Einkommensteuer. Ja, Pfand gehört zu Deutschland. Check, das ist so, Twitch-Sohn. Ich heiße Suleiman Malik, ich bin Landessprecher der Ahmadiyya-Gemeinde hier in Thüringen. Suleiman Malik baut die erste Moschee in Thüringen, am Rande von Erfurt. Mittlerweile ist sie fast fertig, nach 7 Jahren. Ein Weg mit vielen Widerständen. Wir haben zum Beispiel Proteste erlebt mit tausenden Menschen, die auf der Straße gegangen sind. Und diese Proteste wurden begleitet auch von rechtsradikale Szene, die gemeinsam mit der AfD diese Proteste organisiert haben. Rückblick. Erfurt im Mai 2016. Ich frage mich, was die Leute dadurch verlieren. Wenn eine Moschee irgendwo gebaut wird. Also, was ist einschränkend? Was war meine Angst damals? Ja, wenn das Finanzamt das war, kommt noch die Rechnung für den Weg zum Automaten. Aber ich frage mich, was die Leute... Ja, Bibelmüll und Grundgesetz schließen sich auch aus. Ja, alle Feiertage abschaffen, 10 Urlaubstage mehr und dann kann jeder feiern, was er will. Ich brauche keine christlichen Feiertage, das könnten auch andere Feiertage sein. Ja, das ist die Angst vor dem Möglichen, Ralf, ja. Ja, darum geht es nicht, es geht um Feindbilder, natürlich verlieren sie dadurch nichts. Naja, Christian ist ja nicht aus dem Kontext gerissen. Wir von der AfD unterscheiden schon zwischen friedlichen Muslimen und extremen Islamisten. Ja, aber ich glaube nicht, dass die Moschee dann, wenn dort eine radikal-islamische Gemeinschaft dort hätte eine große Moschee bauen wollen, dann hätte es da andere Wege gegeben. Da hätte der Staat mit Sicherheit auch hingeguckt. Nein,
zu Moscheen mit Kuppel und Minarett. Nach Bekanntwerden der Moscheepläne rief die AfD zu Demonstrationen auf. Gemeinsam mit der rechtsextremen Pegida-Bewegung. Vorneweg Björn Höcke. Dass auf unserem Dom der Halbmond zu sehen sein wird. Und ich frage euch, wollt ihr das? Ja, genau, bei denen sind alle Muslime gleich und dann wird der Dom bald abgerissen oder kommt da der Halbmond drauf. Ja, wie viel Schreckensszenario, wie viel Angst kann man den Menschen machen? Ja, also wie viel Angst kann man den Menschen machen? Ich habe generell keinen Bock auf einen religiösen Staat. Ich will in keinem religiösen Staat leben. Ich wäre so, boah, mein Leben wäre total im Arsch. Wenn ich nach der Bibel oder nach dem Koran leben müsste, wäre mein Leben total im Arsch. Also, boah, da mache ich gar nicht drüber nachdenken. Wenn ich bibeltreu leben müsste oder nach dem Koran. Alter. Oh, wäre mein Leben am Arsch. Na gut. Die rechte Stimmungsmache zeigte Wirkung. Kreuze wurden vor der Baustelle der Moschee aufgestellt. Unbekannt. Fehlt nur noch, dass sie brennen, die Kreuze. Ja, Simon Brunner, aber du feierst doch auch Weihnachten. Ja, aber ich bin kein U-Boot-Christ. Ich bin kein U-Boot-Christ, der Weihnachten auftaucht und dann scheinheilig in die Kirche geht. Ich bin nicht mal hin, als meine kleine Nichte mal kurz im Kirchenchor war, das war eine kurze Zeit, habe ich auch gesagt, das tut mir leid, ist nicht meins, Kirche und so weiter. Ich feiere Weihnachten, weil es für mich ein geselliges Fest ist. Wenn ich zu anderen religiösen Festen eingeladen werden würde, würde ich da auch hingehen, aber nicht, weil mir das Fest nahe liegt, sondern weil ich an der Feier, an dem gemeinsamen Miteinander teilnehmen möchte. Ja, also Weiß ich nicht. Also da geht's mir nicht darum, dass er hat U-Boot gesagt. Oh. Er hat U-Boot gesagt. Kurzum, anonymer, kurzum, einfach einen reinlöten. Der Anlass ist egal. Verteilten Schweinekadaver auf dem Gelände. Und dabei blieb es nicht, sagt Malik. Es gab zum Beispiel Baufirmen, die bestimmte Aufträge nicht angenommen haben, weil sie mit einem Moscheebau nichts zu tun haben wollten und auch eingeschüchtert worden sind. Das heißt, man hat sie konkret bedroht, wenn die bei uns arbeiten, werden deren Fuhrpark brennen zum Beispiel. Was die AfD mit Menschen wie ihm und seiner Religion offenbar vorhat, hat Süleyman Malik unmittelbar zu spüren bekommen. Im Juni 2023 trifft er im Zug auf zwei thüringische AfD-Abgeordnete. Am Bahnhof angekommen, filmt er, wie die Politiker mit einem seiner Bekannten diskutieren. Der AfD-Abgeordnete Thorsten Zuppern ruft ihm zu. Sie sind ja auf verlorenen Posten, Sie haben in Thüringen ja nichts mehr zu melden. Aber unverhohlene Drohungen eines AfD-Politikers. Ja, hier war wahrscheinlich wieder mit, dann haben sie hier nichts mehr zu melden. Ja, ich ging sonntags nur in die Kirche, weil ich Kommuniongeld haben wollte. System ausgedribbelt, ich auch. Landtagsabgeordneter, hier ist wahrscheinlich Musik drauf, es tut mir leid. Gab es aber auch Unterstützer. Die jüdische Gemeinde in Thüringen. Hier in Erfurt wird heute Chanukka gefeiert. Süleyman Malik ist auch eingeladen. Das Fest ist ruhiger als sonst. Alles steht unter dem Eindruck des Terrors der Hamas am 7. Oktober und den Folgen auch hier in Deutschland. Ja, so geht Religion auch miteinander, ne? Das verstehe ich sowieso nicht.
Das verstehe ich sowieso nicht, wenn ich manchmal dann diese Einspieler, diese Shorts auch eingespielt bekomme von Pierre Vogel und warum ist Jesus bei Allah und warum der Prophet nicht und so weiter. Oh, das ist so, das geht mir so auf den Keks, muss ich ganz ehrlich sagen. Religion geht doch miteinander. Ach, meine Religion ist geiler als deine. Nein, meine ist geiler. Klingt irgendwie ein bisschen nach Kindergarten. Mein Name ist Reinhard Schramm. Ich bin der Vorsitzende der Jüdischen Landesgemeinde Thüringen seit 2012. Die Synagoge in Erfurt wird aktuell besonders intensiv von der Polizei bewacht. Ja, mein Gott hat den längsten. Ja, so ungefähr. So ungefähr. Für Reinhard Schramm ist klar, islamischer Antisemitismus ist eine reale Gefahr für Jüdinnen und Juden in Deutschland. Eine Partei wie die AfD aber auch. Ich finde das unanständig, weil ich bin zutiefst überzeugt, wer gegen Muslime als Ganzes sich wendet, der wird sich auch gegen Juden wenden. Wir setzen uns. Ja, es ist die Frage der Reihenfolge. Wenn der eine Feind weg ist, wenden wir uns dem Nächsten zu. Und dann dem Nächsten und dann jemand, der zwar biologisch zu uns Deutschen gehört, der wird dann auch Feind. Das ist auch das, was ich immer wieder sage. Es ist genau das. Mein Gott ist so mächtig wie deine drei zusammen, ja, genau so. Ja, Salamitaktik, nach und nach. Man ist da immer dagegen ein, Minderheiten auszugrenzen, weil aus der Ausgrenzung wird ja anschließend Schlimmeres. Zumindest glauben wir das aus der Erfahrung der jüdischen Geschichte. Reinhard Schramm hat die NS-Zeit als Kleinkind nur überlebt, weil er sich mit seiner Mutter verstecken konnte. Die hohen Umfragewerte der AfD in Thüringen machen ihm Angst. Gerade weil die Zeit von 45 so weit weg ist, besteht eben die Gefahr, dass alte gefährliche Ideologien in Vergessenheit geraten und die Chance einer nicht der direkten Wiederholung, aber ähnlicher Wiederholung möglich sind. Besonders wenn du dann Geschichtsrevisionismus betreiben möchtest, Geschichte neu erzählen möchtest. Wir müssen auch auf die NS-Zeit gucken, das Positive hervorholen. Ja, na, das sind ja die Töne, die wir dann auch hören. Das heißt ja, was hatte ich damit zu tun? Wiederholung der Geschichte? Nein, danke. Aber wir Menschen zeigen es ja immer wieder, dass wir unbelehrbar sind. Eine Wiederholung der Geschichte aus Unwissenheit. Die Erinnerungskultur soll genau das verhindern. Wie stünde es um die Erinnerung an die NS-Verbrechen unter einer AfD-Regierung? Nochmal fragen wir die künstliche Intelligenz. Die AfD regiert seit einiger Zeit in Deutschland. Was würde das für die Arbeit von NS-Gedenkstätten bedeuten? Die Szene öffnet sich in einem kargen Besprechungsraum. Ein älterer Mann, der Leiter der Gedenkstätte, sitzt an einem Tisch mit mehreren Mitarbeitern. Der Leiter. Also das wäre für mich auch ganz klar, dass gerade diese Thematik neu geschrieben werden würde unter einer rechtsradikalen bis rechtsextremen Bundesregierung, dass dort Geschichte neu geschrieben werden würde. Da dürfte keine Schande auf Deutschlands Historie liegen. Das würde neu geschrieben werden. Da bin ich mir auch sehr, sehr sicher. Ja. Seit die AfD an der Macht ist, stehen wir vor großen Herausforderungen. Sie haben die Finanzierung für Gedenkstätten drastisch gekürzt. Ein weiterer Mitarbeiter betritt den Raum. Ihr werdet nicht glauben, was gerade passiert ist. Die Regierung will eine Ausstellung finanzieren, die die positiven Aspekte der deutschen Geschichte während des NS-Regimes hervorhebt. Glaube ich. Halte ich für ein realistisches Szenario. Ja. Ist noch heute. Was ist mit der Autobahn? Alle hatten Arbeit. Ja, das kann ich mir vorstellen. Guck mal, da gab es das Mutterkreuz, guck mal. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das halte ich für absolut realistisch, Geschichte neu zu schreiben.
Ja, wie sagte Göring, wenigstens 12 Jahre gut gelebt. Das sagt doch schon alles, ja. Positive Umdeutung der NS-Geschichte? So klingt das bei AfD-Politikern heute. Wir lassen uns diese Geschichte nicht schlecht reden, liebe Freunde. Denn unsere ich weiß, Autobahn, das war schon vorher, aber das ist ja das Standardargument, was kommt. Das ist das Standardargument, was kommt. Vorfahren waren keine Verbrecher. Unsere Vorfahren waren große Männer und Frauen. Es waren Helden. Es waren Vorbilder. Der Name. Ja. Ja, das ist, das, wie gesagt. Spitzenkandidat fürs Europaparlament. Das waren Helden. Das ist das, womit ich als junger Neonazi mit dem T-Shirt rumgelaufen bin. Zieh der ewige Nazi muss raus aus den Köpfen der Deutschen. Wir müssen wieder gerade und selbstbewusst in die Zukunft gehen, liebe Freunde. Wir können das Büßerhemd ein für alle Mal ablegen. Also immer auch dieses Büßerhemd, ne? Dieses Büßerhemd. Wer streift sich das morgens über? Wer streift sich denn das morgens über? Wann geht's denn mal darum? Wer hat denn das Gefühl, täglich büßen zu müssen? Ist hier jemand dabei? Es geht um die um die Erzählung, zu was Menschen fähig waren während des Dritten Reichs, den ersten industriell geplanten Massenmord an Menschen durchzuführen. Das sollte am besten weltweit ein Mahnmal sein, das zu zeigen, dass sowas nicht mehr passiert. Es geht doch nicht um Büßen. Ach Gott. Wie doll kannst du Opfer sein, Maximilian Krah? Ja. Oder der andere Vogel hier, Entschuldigung. Mein Name ist Jens Christian Wagner. Ich bin Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora und Professor für Geschichte in Medien. Das war nicht der erste geplante, es war aber der erste industriell durchgeführte. Ja, ich büße nach einer durchzechten Nacht, Lydia, fühle ich. Und Öffentlichkeit an der Universität in Jena. Buchenwald war eines der größten Konzentrationslager der Nationalsozialisten. Mitten in Deutschland, in Thüringen. Politische Gefangene, Jüdinnen und Juden, Sinti und Roma, Homosexuelle. Über 250.000 Menschen wurden hier inhaftiert, Zehntausende getötet. Die Arbeit der Gedenkstätte bedeutet, hier zu forschen und Wissen über die Verbrechen des Nationalsozialismus zu vermitteln. Doch all das sieht Jens Christian Wagner durch eine mögliche AfD-Regierung bedroht. Das wäre eine Katastrophe für. Klar würde das auch nicht von einem Tag auf den anderen passieren, aber die Förderungen würden vielleicht von 3 auf 1 Jahr runtergeschraubt, die Mittel vielleicht von 200.000, keine Ahnung, oder von 5 Stellen kannst du nur noch 2 besetzen, das heißt, da arbeiten nicht mehr genug Leute, kannst nicht mehr genug Tage öffnen, gehen die Besucherzahlen runter. Das ist diese bekannte Salamitaktik, die wir vorhin hier schon gesagt haben. Nach und nach würde das beschnitten werden, bis es dann zum K.O. kommt für diese Institution. Thüringen, es wäre eine Katastrophe für alle Menschen, die hier leben, insbesondere aber für diejenigen, die nach Meinung der AfD nicht dazugehören. Es wäre nicht zuletzt aber auch eine Katastrophe für die Erinnerungskultur in Thüringen und damit auch für die Gedenkstättenarbeit in Buchenwald, in Mittelbau-Dora. Eine Abkehr von der Erinnerungskultur? Welche Ziele verfolgt die AfD damit? Die AfD will einen Schlussstrich unter die nationalsozialistische Geschichte Deutschlands ziehen. Sie macht die Verbrechen klein, will die deutsche Geschichte normalisieren und in einer noch weitergehenden Art und Weise mit der Aufarbeitung des Nationalsozialismus brechen, weil sie darin das zentrale Hindernis dafür sieht, eine neue rechtsextreme Regierung zu installieren.
Jens Christian Wagner lässt AfD-Politiker nicht an Gedenkveranstaltungen teilnehmen. Die Haltung der AfD in Bezug auf die NS-Zeit habe Folgen, sagt er. Zunehmend komme es in den letzten Jahren zu rechtsextremen Übergriffen. Antisemitische Schmierereien und Besucher, die die NS-Verbrechen in Frage stellten. Ja, sollte man auch mit Gesicht zeigen, ne? Sollte man mit Gesicht zeigen, wer das irgendwo mal veröffentlicht hat und zeigt dein Gesicht. Gott, oh Gott, das packt dann irgendjemand auf sein Social-Media-Profil. Kann man sich nicht vorstellen. Die Opfer verhöhnen. Nahe der Gedenkstätte wurden im Sommer 2022 Bäume, die an Opfer des Konzentrationslagers erinnern sollten, von Unbekannten abgesägt. Na, guck mal, da weißt du ja schon. Das sind halt Entwicklungen, ne? Das sind Entwicklungen, wenn man dann immer nur jetzt sagt, man spricht von einem importierten Antisemitismus. Natürlich gibt es Antisemitismus bei Migranten, natürlich gibt es das. Es ist ein langer Konflikt, besonders jetzt natürlich aufgeheizt durch den Nahostkonflikt. Und aber natürlich haben wir auch heimischen Antisemitismus. Wer da losgeht und dann die Bäume da absägt, da musst du schon ein ganz widerlicher Antisemit sein. Sollte die AfD an die Macht kommen, könnten aber ganz andere Angriffe drohen, fürchtet Wagner. Solche, wie sie auch die KI darstellt. Die Partei könne Fördermittel streichen oder Einfluss auf die Gremien nehmen. Der für Kultur zuständige Minister ist per Gesetz der Stiftung Stiftungsratsvorsitzender und wäre damit de facto so etwas wie mein Chef. Und das könnte theoretisch ein Politiker der AfD sein oder ein Politiker von Gnaden der AfD. Und das ist tatsächlich ein unerträglicher Gedanke für mich. Klein beigeben wollen Sie hier aber nicht. Wir werden dagegenhalten. Wir werden auch einem Ministerpräsidenten Björn Höcke nicht erlauben, an Veranstaltungen in der Gedenkstätte Buchenwald teilzunehmen. Und dieses Verbot werden wir, solange es nur irgend möglich geht, aufrechterhalten. Sehe ich auch so mit dem Verbot, wer so völkisch spricht und als Landolf Ladig unterwegs war, was der geschrieben hat. Und mit den Äußerungen hat er in einer Gedenkstätte nichts zu suchen. Und letzten Endes wird man mich hier raustragen müssen. Der AfD-Staat. Verharmlosung von NS-Verbrechen, Einschränkung von Grundrechten, soziale Konflikte, Vertreibung von Millionen Menschen. Nur ein fernes Zukunftsszenario? Im September werden in Thüringen, Brandenburg und Sachsen die Landtage gewählt. Überall liegt die AfD nach Umfragen vorne. Jens Christian Wagner geht dagegen auf die Straße. Gemeinsam mit Hunderttausenden. Was in der Zukunft tatsächlich geschieht, es hängt entscheidend davon ab, wer in diesem Land am Ende die Mehrheit hat. Ja, vielen lieben Dank für diesen Beitrag. Props gehen raus an Monitor. Ich fand das jetzt nicht schlecht gemacht. Ich weiß nicht, wie eure Stimmung dazu ist. Man muss das immer wieder aufzeigen, was das auch bedeutet. Erinnerungskultur, Sozialstaat. Ja, was bedeutet das für Menschen, wenn wir das hören, dass man Volksteile verliert? Oder wir sprechen von 16, 20, 25 Millionen Menschen, die dieses Land verlassen müssen, was das bedeutet für Wirtschaftsstandort Deutschland, das katapultiert uns sofort in die dritte Welt. Also ich würde sagen, wir sind sofort dritte Welt. Es ist wichtig, das aufzuzeigen. Hinterlässt mich dann jetzt immer nach so einem Tag erst Finanzamtbesuch, dann jetzt AfD. Ich freue mich jetzt gleich an dem kaputten Wohnmobil rumzuschrauben, wird ja immer besser. Da wird jetzt auch gleich repariert, kriege ich gleich noch Besuch von einem Freund, der mir da hilft, am Wohnmobil rumzuschrauben. Vielen lieben Dank, Leute, dass ihr das hier unterstützt. Morgen ist Axel vielleicht wieder einsatzbereit, dann sehen wir uns morgen Abend wahrscheinlich zu einer Thematik, werde ich Axel aber noch fragen. Ja, fehlt nur noch der Zahnarzt heute. Also, Props gehen raus, Dankeschön an alle, die das hier supporten. Lasst gerne einen Daumen hoch da, einen Daumen runter da, kommentiert gerne. Und dann freue ich mich, wenn wir uns morgen wiedersehen und ich verbleibe wie immer mit einem
Ahoi von der Küste und wollen wir hoffen, dass es nicht zu einem Ministerpräsident Björn